Moin Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead Survivors Teil 4 für Anfänge. Bevor wir das Video starten, ich war gestern Gassi. Ich bin vor meiner Tür stehen geblieben. Mich traf fast der Schlag. Da stand unser Auto, gleiche Farbe, gleiches Modell, fast gleiches Nummernschild, nur ein Zahlendreher war drin. Ich klopf an die Scheibe. Und da sitzen zwei, ich sag mal so, ein gut betuchtes Ehepaar, so Ende 70, Anfang 80, mit einem Handy in der Hand, und die spielen Pokémon Go. Ja, die sind immer 5 Meter weiter gefahren, um zum nächsten Spot, um die Spots zu drehen und die ganzen Pokémon, die Arena zum Beispiel, die war auch vor meiner Haustür. Ich wollte einfach nur fragen, ey Mann, wo ist mein Auto, ne? Ihr habt's geklaut, aber wo ich gesehen habe, in der Scheibe, wo sie die runtergedreht hat, dass die beiden Pokémon Go spielen, echt Hut ab. Ja, also Respekt. In dem Alter war eine lustige Begegnung und ja, ich wollte das einfach nur mal mitteilen. Okay, pass auf. Also, wir kümmern uns in diesem Video um die Helden, ja? Und zwar, ich habe hier auch neu angefangen, um euch das ein bisschen so zu zeigen. Wir gehen mal bei mir in den Überlebenden rein. Ihr seht, ich habe hier Abraham, Rosita, Holly, Shane, Morgan und Rick. Das sind legendäre Helden. Das erkennt ihr daran, weil sie halt golden sind. Ja? Diese bekommt ihr durch das Anfunken und durch gewisse Events. Ja? Und diese Events müsst ihr auch ein bisschen, sag ich mal so, bearbeiten, also täglich mitmachen, damit ihr auch genügend Fragmente bekommt. Aber Obacht! Zum Anfang fehlen euch die Kämpfermarken und die XPs zum Aufleveln. Ja, ihr müsst ganz viele Streuner angreifen, Wutburys machen, egal ob Level 13 ja, oder 16. Ihr kriegt dort immer dicke Ressourcen, auch diese Kampf-XPs, die ihr zum Aufleveln benötigt. Und Kämpferorden bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Helden voll habt, dann bleiben die Fragmente übrig. Und diese Fragmente, die könnt ihr hier oben beim Markenhändler tauschen. Ich tippe mal auf tauschen, ich habe jetzt keinen übrig, aber wir können ja mal zum Anfunken gehen, und zwar gehen wir mal auf Überlebende, Anfunken. Wir funken mal 10 mal an. Lass uns mal 10 mal anfunken. So, okay, wir haben hier einmal Gloria, ein epischer Held, und sonst weiter nichts. Das sind die Kampfbücher, ne, die XPs, die ihr braucht zum Aufleveln, sehr wichtig, und auch die Marken da unten. Lila Marken heißt lilane Helden aufleveln. So, machen wir nochmal einen weiter. Der gute Boyd. So, da sind die Kampf-XPs. Und einmal links seht ihr Entwicklungs-XPs und rechts auch nochmal Entwicklungs-XPs. Die. Und das sind die Kampf-XPs. So, die braucht man unbedingt zum Helden-Leveln. Zum Anfang ist das echt. Ja. Moin, Bob. Okay, das war's auch schon wieder. Aber es ist nicht so schlimm. Diese Kämpfermarken, also die Kampf. Orden hier, diese Dinge, 30 Stück, die braucht man, und das ist richtig mühsam, die zusammen zu bekommen. Und auch ein kleiner nochmal Bob, und ein kleiner Tipp nebenbei: versucht immer nur eure erste Formation hoch zu pushen. Ja, es nützt nichts, wenn ihr alle goldenen Helden oder alle Helden auf einmal leveln möchtet, das bringt nichts. Sucht euch drei Helden raus, die Chemie haben, und dann, oh Shane, und dann levelt ihr die einfach Step by Step bis auf Maximum. Und dann, wenn das soweit ist, dann nehmt ihr euch die Formation 2 vor. Okay? So, dann haben wir noch Boyd. Boyd. Ja, sehr gut. Okay. Viermal machen wir noch. Also, oh, Conny. Nicht schlecht. Ich tippe das. Ach, Bob, Alter. Ich tippe mal hier ein bisschen schneller. Nochmal Boyd. Heute ist Boyd-Tag. Boyd und Bob. Seke. Die schlagen wir jetzt aber nicht. So, nochmal Seke. Wenn nochmal kommt, dann schlage ich dich. Billy. Okay, alles klar. Gut. Wenn ihr nämlich genügend XPs habt und Kämpfermarken oder Kampforden, ja, dann könnt ihr natürlich Helden leveln. Und wir gucken mal, ob ich hier aktuell. Ne, guck mal, hier Abraham zum Beispiel, ne? Um auf über Level 60 zu kommen, brauche ich 300 Kämpfermarken und 1 Million XPs. Ne? Das wird euch auch so ergehen. Von daher, mein Tipp: nur die Formation 1 erstmal hochpushen. So, wir gucken mal meine erste Formation. Das ist hier. Das ist das Liebesdreieck. Ist ein sehr starkes Free-to-Play-Game. Team.
Und es ist sehr wichtig, wie gesagt, dass ihr erstmal nur diese auflevelt, wenn ihr die habt. Wenn ihr die Heimathelden habt, hier Shane, Morgan und Rick, dann levelt halt nur die auf. Ne? Weil wenn, wie gesagt, wenn ihr alles auf einmal auflevelt, euch fehlen nachher später die Ressourcen. Das bringt irgendwie nichts. Okay, goodie. Wie gesagt, achtet auf Chemie. Jetzt denken einige, was ist Chemie? Ich habe schon so viele Videos gemacht. Schaut gerne auf meinen Kanal. Ich habe Videos gemacht über die Teamchemie, was ihr zum Anfang hochpushen müsst, ja, was besser ist, Nahkampf, Kavallerie oder Distanz. Wie gesagt, schaut euch gerne mehrere Videos an. Hier oben rechts könnt ihr immer beim jeweiligen Charakter auf dieses Dreieck auf die Chemieübersicht tippen und seht dann, welche Helden ein Chemieteam bilden und was für Vorzüge die haben. Ja? Gut, das erstmal so viel zum Thema Helden. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal. Also Chemieteam Nummer 1 aufleveln. Ja? Komplett die Formation 1. Nicht alles durcheinander würfeln. Macht Anfunken. Ja, sammelt Ressourcen. Greift Streuner, Woodburys an. Ja, weil zum Anfang, ich sag euch, die Ressourcenknappheit, ja, das ist real. Ja. Okay, gut. Wie gesagt, das Video geht auch schon über 6 Minuten, sehe ich gerade. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, geht mal in die Kommentare, schreibt da was rein. Ihr könnt auch gerne abonnieren oder liken. Würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video zu Teil 5, glaube ich, ist das denn. Und Teil 5, was machen wir denn da? Ja, mal gucken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Teil als nächstes drankommen soll. Ja, was wünscht ihr euch im nächsten Video, was ich euch erklären soll? Okay, gut, macht's gut, bis dann, euer Soul Eye.